Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Crusader Kings 3 mit unserem mittlerweile 70-jährigen König Hans II. Er bekommt es unglaublich von der Duchy, die hier nicht mal beim letzten Festmahl war. Wir mögen sie auch nicht besonders und sie mag uns auch nicht besonders. Ein Gedicht, wenn Vermächtnis Gestalt annimmt. Selbst die mächtigsten Menschen wären nicht ewig auf Erden und doch hofft man gute Worte nach dem Sterben. Und wenn dann ihre letzte Stunde naht, dann fragt euch, wird es so sein nach Jahr und Tag? Tja, sie spielt natürlich auf sein hohes Alter an. Das ist ganz klar, sie ist ja erst 44 und ja, dankbar für das Gedicht. Ja, da wissen wir aber jetzt, sind wir uns nicht so ganz sicher, weil sie, wie gesagt, beim letzten Mal nicht mal beim Festmahl war. Wir sind uns meiner Gefühle, ist er sich, ich bin mir meiner Gefühle in dieser Sache eher unsicher, so sagt er sich's. Okay, dankbar für das Gedicht. Ja, naja, dann ist es ja in Ordnung. Ich muss jetzt einmal schauen, wo war denn wieder das, wo man da, na, das bekommt man hier nicht. Wo man dann sieht, wann man stirbt. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Okay, sein Kampfgeschick hat dann 2 erhöht. Sehr gut. Was haben wir hier im Königshof? Oberster Ritter. Eine gesunde Rivalität zwischen kernigen Kämpfen ist etwas Erwartbares. Doch die wachsende Zwietracht zwischen Adalbero, okay, den mögen wir sogar ein bisschen, und Andreas, den mögen wir nicht so sehr, stört die Stimmung bei Hofe. So, schauen wir hier nochmal. Der hat 19, der hat 18. Annähernd gleich gut. Ich handle besser rasch. Ja, da sage ich mal einfach jetzt, möge mein bester Ritter gewinnen. Das ist doch ganz klar. Schauen wir uns mal die Hofpracht an, was wir hier noch machen könnten. Er will ja jetzt, nachdem er ja froh Natur ist, schon mal hier ein bisschen die Verpflegung hochsetzen. Und zwar aufwendig. Das ist ihm jetzt wichtig. Lagerküche haben wir gebaut. Natürlich das hier leicht wieder zurück. Aber das macht nichts. Ja, die Bunklerscherbe, die wollen wir hier loshaben. Oh, die Armillarsphäre. Was ist das? Das werden wir uns natürlich gleich einmal anschauen. Armillarsphäre. Was ist das? Flottentempo. Okay. Eine neue Innovation. Naja, 25% plus. Jetzt nicht unbedingt vorrangig. Um uns rum ist auch alles ziemlich ruhig. Da haben wir hier schon maximale Mannstärke. Und bei 500,
Da warten wir jetzt noch, obwohl, können wir ja eigentlich. Ist ja egal, vielleicht gibt es in Augsburg noch was. Fürstengebäude. Okay, da brauchen wir erst diese Burs. Ja. Schaltet alle Militärgebäude frei. Das kommt dann noch, also da können wir nichts machen, aber da könnte man auch vielleicht ein bisschen was investieren. In Kasernen. Das kann nicht schaden. Oh, der Graf Gauzelin ist gestorben mit 72. Ja, da kommt er natürlich jetzt schon mal auch ins Grübeln, langsam aber sicher, wie es denn hier noch weitergehen soll. Aber das macht nichts, wenn er halt so gute Gesundheit hat. Gesundheit ist zwar schlecht, aber das ist es schon lange. Ja, deine Freundin. Und die hat jetzt auch keine besonderen Ambitionen mehr, sich irgendwo noch ein Mündel zu holen oder sowas. Exotische Waffen. Neben ihren seltsamen Waren bringen Händler auch fantastische Geschichten aus fernen Landen mit. Ja, das braucht man eigentlich nicht. Vor allem, weil man jetzt nicht wissen. Ja, sind wir jetzt nicht so unbedingt positiv gesonnen. Wie heißt es? Minussinker Becken. Was ein Gewäsch, raus mit euch. Vor allem wissen wir es nicht. Genau. Ort suchen können wir eigentlich immer. Vielleicht ist dann tatsächlich irgendwo mal ein richtiger Jungarzt oder sowas dabei. Die Henrike, eine Gelehrte, okay. Ja, 150 schon wieder. Aber wir werden es mal ausprobieren. Aber die ist auch wieder schlecht. Das war wieder rausgeworfenes Geld. Ein Hofereignis gibt's. Ein verschmähter Höfling. Warum habt ihr Henrike diesem Einfallspinsel einen Titel am Hof verliehen und nicht mir? Ja. Ja, das ist ja. Wird Hofnarr. Naja, dann soll er Hofnarr werden. Wenn es unbedingt so, wenn er unbedingt hier rein will. Das ist natürlich ein schrecklicher Hofnarr. Da werden wir nicht viel Freude mit ihm haben. Die Kernburg ist durch. Und jetzt ein neuer Lebenswandel. Okay. Geht's natürlich hier weiter. Festungsstufe plus 1. Sind natürlich schon mal super Sachen. Das können wir hier eine Handwerksinspiration. Handwerk ist inspiriert. Ein herausragendes handwerkliches Können einzusetzen. Einen Schauschrank. Ja, den werden wir doch einmal uns basteln lassen. Mal schauen.
was hier dann dabei rauskommt beim Schauschrank. Da wird es dann wieder sicherlich jemand geben, der da was dagegen hat. Aus der Fetzen Augsburg hier überhaupt Hanshof, so von Jerusalem. Okay. Sehr gut. So, da kann man jetzt mal schauen. Zuerst mal die Punktglasscheibe. In 6 Jahren ist sie weg. Das ist gut. Und hier Verona. Ne, da haben wir keinen Anspruch. Okay, ein Religionskrieg. Okay. Galizien. Ja, das ist schon mal ein bisschen zu weit weg. Hofpracht Stufe 6. Aber wir könnten mal wieder Hof halten. Das machen wir natürlich selbstverständlich. Lass die Leute rein. Die Spannung ist zum Schneiden, als mir mein Ratsspitzel Graf Gerlach nähert. Mein Fürst, ich komme mit ernsten Neuigkeiten, aber auch mit einer Lösung für dieses Ärgernis. Es wird zunehmend klar, dass die Cisalpinen und die Schwaben einander immer ähnlicher werden. Okay, dann machen wir hier den Mittelweg. Arrangiert ein Spektakel, um unsere größten Errungenschaften zu zeigen. Herzog Sigismund, mein Neffe, schreitet vorwärts, offensichtlich begierig darauf, meine Antwort zu erhalten. Auf seine Bitte natürlich. Mein Onkel, ein so großes Haus wie Kempten Ravensburg, ist ein großes Ärgernis, von der Abkennung bedroht zu werden, als wäre es bloß Barone oder Pächter. Lasst uns sicherstellen, dass unsere Stabilität nicht durch Meinungsverschiedenheiten gefährdet wird. Na, erstmal passt es. Geschütztes Titelaberkennungsrecht. Nö, das wollen wir nicht. Wir wollen hier nichts haben. Stimmt der Teilung zu? Okay, so machen wir das. Im Tausch für größere Verpflichtungen natürlich. Dadurch haben wir jetzt hier hoch. Und hier kann er seinen Titel behalten. Der wird ihm nie aberkannt werden. Okay, ich erkenne die nächsten Bittsteller sofort. Es sind Gräfin Adele von Tortona und Bürgermeisterin Clairoy von Comburg, die für ihre starke Rivalität bekannt sind. Beunruhigenderweise streiten sie sich nicht miteinander. Mein Fürst, beginnt Gräfin Adele, wir müssen euch mitteilen, dass sehr viele mit den Steuergesetzen unzufrieden sind. Ja, da würde ich mal sagen, da wären wir jetzt mal, dass wir hier ja im Kampf, ne, da sind wir beim Ränkespiel am besten. Da wären wir jetzt mal die Ränkespiel-Herausforderung versuchen, und jetzt haben wir hier unwürdiger Herrscher erhalten. Tja, meine Aufgabe ist erledigt. Lassen wir das Thema. Schauen wir mal unsere Vasallen hier rein. Ja, alle noch. Reichsgröße 1. Okay. Ja, der Sigismund. 13 Grafschaften. Jawohl, das war einer im Kerker, der kein Druckmittel wollte. Jetzt ist er wieder leer. So ist es. Ja,
Jawohl, werden wir natürlich nicht erben. Jetzt ist er 72. Okay, Neffe wurde gefangen genommen. Und die Volksmeinung steigt hier plus 40, das ist gut. Ich kann hören, wie meine begünstigte Iola auf der anderen Seite des Saales etwas vor sich hin murmelt. Ich brauche etwas Großartiges, etwas Episches, damit sich meine Schöpfung von der Masse abhebt. Doch was? Als ihr gehetzter Blick auf den meinen trifft, grinnt sie breit und winkt zu mir. Herr, was für ein großartiger Einfall, einfach perfekt. Was haltet ihr davon, wenn euer Motto auf dem von euch beauftragten Werk prangt? Ja, das klingt ja wirklich wunderbar. Das ist ja hier unser Motto, Recht, Ausdauer und Respekt. Kann hier natürlich ohne weiteres auf dem Schauschrank dann stehen. Das ist ganz klar. So, und ich würde jetzt sagen, ich wollte natürlich jetzt sagen, wieso läuft es nicht vorwärts, können wir natürlich jetzt einmal hier mit 4 laufen lassen. Solange sich hier nichts Besonderes tut. Ah, er ist verschreckt. Aber er will uns huldigen. Obwohl, Geld hat er keins. Hätte er aber. Aber das stört uns jetzt wenig. Okay. Ihr dient mir gut, Prinz Eckehard. Das ist schon mal in Ordnung. Da steigt auch gleich die Hofpracht wieder. Und unsere Schwester hat sich zu Tode getrunken im Alter von 58. Da sind wir jetzt hier mit den Nerven schon ganz schön fertig jetzt wieder. Es passiert so viel. Ich laufe sehr grimmig dreinblickend an Iola, Schreinerin, über den Weg. Oh, da seid ihr ja, Lehensherr. Es gibt da einen Stolperstein, aber nichts Großes. Meine Einfälle sind abgetaucht. Als der Druck immer größer wurde, lacht sie nervös auf. So. Ich brauche nur mehr Inspiration. Hättet ihr vielleicht eine Vorlage, die ich in Augenschein nehmen könnt? Okay. Ja, dann schauen wir mal auf zur großen Halle. Und schauen wir mal, was sie hier inspirieren könnte. Ich führe Iola durch meine große Halle und bin sehr stolz auf den Luxus und die diversen Reichtümer, die dort zur Schau gestellt werden. Sie macht ein paar Runden durch den Raum, um dann ganz niedergeschlagen zu mir zurückzukehren. Lehensherr, hier ist nichts, was mir ins Auge fallen würde. Schauen wir mal, vielleicht haben wir Glück. Könnte leicht steigen. Im Diensten vom gehörten Gott. Seid ihr bereit, die Wahrheit zu empfangen, Hans? Ich richte mich auf und bin hellwach. Der gehörnte Gott bietet euch den Segnet an. Jetzt wären wir noch eine Hexe. Aber wir müssen es so machen. Aber wir erhalten hier Anspannung. Wir haben ja immer gesagt, weil wir Anspannung erhalten, machen wir es nicht. Also, jetzt sind wir ein Hexer. Überraschend. Nee. Die Hexe offenbart sich mir. Okay, die Kleiru. Werden wir hier auch einmal mit reinpinnen. Ist eine Hexe. Ihr natürlich nicht. Nee, ihr nicht. Aber das soll uns recht sein. Da suchen wir jetzt schon wieder mal nach einem Arzt. Kaum haben wir wieder ein bisschen Geld beisammen. Endlich haben wir hier einen angesehenen Arzt. Die Hildegard.
Ja, ist es nicht. Jawohl, und die ist auch gut. Okay. Inspiration, höchste Qualität. Mein Fürst, seht euch dieses Holz an, die Faser, die Dichte. Eine solch feine Qualität habe ich vorher noch nie gesehen. Okay. Was haben wir hier gesagt? Ist er ein Ränkespiel? Diplomatie nicht so toll. Ja, das natürlich nicht, weil das ist ein Akt der Tyrannei. Diplomatie-Herausforderung. Da schauen wir jetzt mal, ob wir das hier. Natürlich, aber wir bekommen doch sicher einen guten Preis. Ja, da haben wir auch wieder hier den höheren Wert bezahlt. Und die Inspiration ist verwirklicht. Mein Fürst, ruft meine begünstigte Iola mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht und winkt mich zu einem vom Stoff verhüllten Gegenstand herüber. Ich habe viele Tage und Nächte geschuftet und endlich mein Werk vollbracht. Sie reißt die Abdeckung herunter und ich mache große Augen und sehe, was sich darunter befindet. Ein Schauschrank von meisterhafter Machart. Er besteht aus Ulmenholzplatten. Das Holz wurde komplett glatt poliert. Frömmigkeit, Bekanntheit und Hofbräu-Bonus. Das ist ja bezaubernd, sagen wir hier. Und dann gehen wir natürlich gleich mal hier in unseren Hof rein, in unseren Königshof. Okay, das können wir hier nicht aufstellen. Möbel, da kann man natürlich jetzt den Schauschrank herstellen. Oder, was ist hier hinten? Buch. Nee, da, den Schauschrank. Okay. Ein berühmtes Möbel. Sehr schön. Kann man jetzt hier irgendwie. Kann man hier nicht rumfahren? Die Hofpracht. Rang 11. Ja, so toll sind wir nicht, aber wir sind zufrieden. Jawohl, und dann würde ich sagen, weil es hier so ruhig zugeht, machen wir in der Woche noch eine Folge. Also kommt am Morgen noch eine Folge. Schaut bitte hier immer rein in meinen Kalender, den findet ihr in der Infobox. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche noch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.